Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Heute ist Patch Day und ich habe mir überlegt, ich schaue hier direkt mal in den Patch rein und teile meine ersten Gedanken zum Patch mit euch. Was hat sich im ersten Blick geändert und was vielleicht gut, was vielleicht nicht so gut. Und morgen wird es dann nochmal ein weiterführendes Video geben bezüglich Osten, was sich da geändert hat. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Aber das Erste, was wir hier auf jeden Fall schon mal sehen, ist, wenn wir hier an das Segel setzen wollen, dann haben wir hier jetzt eine PvP-Flagge, die wir entweder anmachen können oder ausmachen können. Ob ihr das machen wollt oder nicht, das bleibt euch selbst überlassen. Ich sehe jetzt hier erstmal keinen Grund dafür, die PvP-Flagge anzumachen. Vielleicht kommen da neue Informationen noch über den Tag verteilt. Falls ihr schon für PvP irgendwelche Belohnungen oder sowas herausgefunden habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann ist das Erste, was ich gerne ausprobieren möchte, ist einmal natürlich die Raketen von der Sambuke, wo ich sie benutze. Übrigens, Sambuke ist jetzt Level 12, war ja vorher die ganze Zeit Level 11, ohne dass ich irgendwas geändert habe. Das ist ganz cool. Und die Versorgungswege. Ich glaube, das ist somit der größte und wichtigste Punkt, den ich jetzt erstmal mir angucken möchte. Deswegen bin ich auch direkt. In der Vergangenheit war es so, wenn wir hier so einen Versorgungsweg versenkt haben, dann hat man richtig, richtig viele Ressourcen bekommen. Pro Auftrag, ich habe jetzt 4 Stück, 300. Und da wird jetzt spannend zu sein, ob sich das geändert hat. Und dann kann ich mir jetzt bei eben Raketen... Oh ja, das sieht man besser. Aber ich bin ehrlich mit euch, nicht viel besser. Also ja, man sieht es viel besser. Man sieht es viel besser. Im Gegensatz zu vorher, das war auch nicht schwer, das zu verbessern. Aber ich hätte es mir tatsächlich noch ein bisschen besser vorgestellt. Aber so ist auf jeden Fall schon mal eine krasse Steigerung zu vorher. Jetzt killen wir hier eben mal das Schiff und dann bin ich sehr gespannt, wie viele Ressourcen man hier rauskriegt. Down machen, anzünden, ihr kennt das. Ja, also man kriegt nicht mehr 300 irgendwas, sondern tatsächlich nur in Anführungsstrichen die 180, die auch veranschlagt werden im Patch, in der Mission. Muss man dann selber überlegen, ob man die trotzdem immer noch downt oder ob man die dann bezahlt. Nichtsdestotrotz lohnt es sich immer noch am allermeisten, diese Gegner zu, diese Aufgaben zu machen, um Geld zu machen. Weil 180 sind auch um die 20.000 Silber, das mal 4, da macht ihr mit einmal jedenfalls 100.000 Silber, das alle 2 Stunden. Das lohnt sich immer noch. Aber nicht mehr so krass wie vorher. Dafür haben wir jetzt Fort Osten, was wahrscheinlich krasser sein wird. Kann ich jetzt aber leider aktuell noch nicht abchecken. Da wartet einfach das Video morgen. Dann müssen wir über die Änderung der Manufakturen reden. Weil ich glaube, da sind auch viele falsche Informationen im Umlauf. Also erstmal richtig, richtig geil die Kapazität und auch die Finanzierungszeit. Sprachenlernen Bubble. Finanzierungszeit zwischen Level 2 und Level 9 haben sich drastisch erhöht. Ich kann es euch leider nicht mit harten Facts hier zeigen. Ich kann nur nochmal die Liste hier einblenden. Gerade auf den Sweet Spots von 4, 5, 6 wurde das so krass nice geändert, dass man jetzt eigentlich keinen Grund hat, auf Level 10 hochzugehen, meiner Meinung nach. Da kann man theoretisch auf Level 8 oder 9 bleiben. Und Level 10 kann man sich wirklich bis zum ganz, 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 ganz zum Schluss aufsparen. Aber, großes Aber, die Versorgungswege, ihr seht es ja schon, wurden drastisch, drastisch reduziert von 55% auf hier 7%. Es sollen sogar 7,5% sein, die hier aber nicht angezeigt werden. 7% bedeutet auch Harufo, der vorher 522 pro Stunde gemacht hat, macht jetzt nur noch ein Bruchteil davon. Ich blende euch auch mal eine Liste ein mit den Produktionsraten von vorher und nachher. Ich glaube, das hilft euch ganz gut, um einen ersten kleinen Überblick zu haben, was wie viel gibt. Wenn wir jetzt hier Harufo sammeln, dann werdet ihr sehen, dass Harufo nur noch 156 macht. Was natürlich ein krasser, krasser Unterschied ist zu vorher. Und auch das Boosting wurde nicht angehoben und ist immer noch bei 900%, bedeutet, ihr macht overall pro Stunde weniger Produktion. Das ist für viel Spieler doof. Aber, ganz, ganz, ganz großes Aber, es werden manche denken, oh, das ist aber dann ein doofer Patch und eine doofe Änderung. Nein. Erinnert euch mal zurück für alle Spieler, die vielleicht so weit sind wie ich oder schon seit Release spielen.
Wir mussten teilweise nachts, mussten, also wir sind teilweise nachts aufgestanden, um unsere Manufakturen zu finanzieren, weil gerade auf Level 3, 4, 5, 6 die Produktionslänge gerade mal bei ein paar Stunden war. Und wenn euch die Liste jetzt anguckt, sind wir irgendwo bei 20, 30 Stunden. Das erleichtert das Spiel enorm, meiner Meinung nach. Und da macht es dann auch keinen Unterschied, ob du bei Harufo jetzt direkt schon 200 pro Stunde bekommst oder 100 pro Stunde bekommst, weil du halt nicht mehr diesen Stress hast, dass du 3, 4, 5 Mal am Tag ins Spiel musst, um deine Produktion überhaupt zu starten. Das ist auf jeden Fall sehr casual-freundlich und eine Änderung, die ich sehr begrüße und die meiner Meinung nach auch overall eine gute Änderung ist, da die Produktionsraten vorher halt wirklich einfach viel zu hoch waren. Und da sieht man jetzt hier gerade mal, es wurde verbessert, aber so richtig was sehen, gerade im Gegenlicht, sehe ich nicht, ne? Also ich bin jetzt nicht der übelste Fan von den neuen Raketen. Besser als vorher. Aber ja, ihr seht es, also richtig gut ist immer noch nicht. Während ich hier zur Insel fahre, eine Sache, die, glaube ich, auch viele von euch cool finden, der Chat funktioniert wieder. Wenn ich jetzt hier also meine Gruppen, wenn ich jetzt hier mein Ahoi sende, sollte dann auch für mich die Platin endlich aufploppen. Das können wir ja hier gerade mal zusammen machen. Helft mir, versenken. Ei, nein, Rückzug, greife ich an. Ahoi. Let's go. Und da haben wir Hallo, Welt und Piratenlegende. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr gerne ein Platin-Video sehen wollen würdet, was so ein paar Tipps beinhaltet und Tricks, wie ihr auch auf der PlayStation die Platin bekommt, weil es gibt schon zwei, drei Trophäen, die A, sehr mühselig sind und B, relativ, ich will nicht sagen schwierig, aber auf jeden Fall langwierig und wo ihr bestimmt den einen oder anderen Tipp gebrauchen könntet. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr da ein Video zu haben möchtet. Wenn ich jetzt hier an Land gegangen bin, gibt es eine letzte Sache, die wir noch ausprobieren müssen und die ich ausprobieren möchte. Und das ist das Verkaufen direkt aus dem Lager. Das soll ja jetzt möglich sein. An jedem Posten, wo ihr anlegen könnt, könnt ihr jetzt einen Händler ansprechen, wo ihr aus dem Lager verkaufen könnt. Und ich bin ganz ehrlich, hier sehe ich jetzt nichts vom aus dem Lager. Ah ja, hier Inventar durchschalten. Mit Dreieck, da sitze ich genau drüber. Hier könnt ihr zwischen Inventar und Lager durchschalten. Und das bedeutet, theoretisch kann ich jetzt hier meine 10.000 Jute nehmen und die komplett auf einmal verkaufen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Änderung für Skurlock und Rama, wo man ja jedes Mal 400 Flaschen hin und her transportieren musste zwischen Lager und Fracht und 10-mal zu denen laufen musste. Das ist eine Änderung, die, glaube ich, die allermeisten richtig, richtig gut finden werden. Dann gibt es noch eine Änderung, die will ich auch noch eben schnell abfrühstücken. Und zwar gibt es jetzt hier einen Knopf, wenn ich sage öffnen, nee, muss ich vielleicht ins Lager holen, um alle auf einmal zu öffnen? Okay, die sind zu schwer. Ich nehme mal nur zwei mit. Es sollte jetzt einen Knopf geben mit alle auf einmal öffnen. Zerstören, Markierung entfernen. Okay, vielleicht nicht im DM-Menü, vielleicht hier. Öffnen. Nee. Leute, klärt mich in den Kommentaren auf, wieso kann ich nicht alle auf einmal öffnen? Sagt nicht, das gilt nur für Silbertruhen und nicht für die Lapestruhen. Gilt das nur für Silbertruhen, Leute? Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Ich habe leider gerade keine Silbertruhen auf Lager, da ich das testen könnte. Aber ich wollte das ja halt hier mit testen, mit den Lapestruhen. Hier scheint es auf den ersten Blick erstmal nicht zu funktionieren. Oder ich übersehe irgendeine Funktion. Ja, Updates zum Wind, ob der sich großartig geändert hat, gibt es dann die nächsten Tage. Und ja, wenn wir uns hier einfach die Produktionsraten angucken und die Overview habe ich euch ja gezeigt, dann wundert euch nicht, die Produktionsraten sind runtergegangen. Dafür wurde aber die Produktionszeit und die Lagerkapazität gerade in den unteren Level erhöht, was meiner Meinung nach overall eine gute Änderung ist und auch gerade für die etwas vielspielerenden Leute etwas
mehr Zeit gibt, um andere Dinge zu tun, als ständig nur Münzen von A nach B zu fahren. Feindliche Übernahme, Leute. Es wird jetzt feindliche Übernahmen geben, obwohl man schon obwohl man alle Manufakturen schon hat. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden, aber ich kann hier einer Übernahme beitreten, obwohl ich das Ding schon habe. Die Frage ist, was bringt mir das? Belohnung Palisadenbruch Stufe 10. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Wieso sollte ich das machen? Außer, wenn ich mich PvP flagge und dann PvP machen kann. Das hilft eigentlich nur den Leuten, die das schon haben, um abzufucken. Aber ein Vorteil für mich bringt das doch nicht. Aber ich bin sehr gespannt, ob das was bringt mit diesem PvP und ob ich dadurch irgendeinen Vorteil habe mit PvP. Wir können hier auch nochmal kurz auf meine Produktion gucken. Da war vorher was mit 15.000 oder 12.000 und jetzt sind wir bei 9.000 pro Stunde. Ist da also gut ein Drittel runtergegangen. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung unter die Kommentare zum Patch, würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.